Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Produktrecherche. Egal, ob du schon aktiver Händler bist oder ob du gerade erst startest, ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie wir relativ schnell in kurzer Zeit ein erfolgreiches Produkt für den Handel mit Amazon oder Amazon FBA finden können. Wir starten einfach hier auf der Amazon-Seite und da springt uns direkt die erste Möglichkeit ins Gesicht. Wir schauen uns einfach an, was sich gut verkauft und was wir empfohlen bekommen. Zum Beispiel hier sehen wir ein Sofakissen, irgendwas in der Art. Einfach mal draufklicken und wir schauen uns das Produkt mal genauer an. Vom Preispunkt her schon super interessant, 14 Euro. Die Produkte, die wir suchen, befinden sich so zwischen 10 und 30 Euro. Das ist ein sehr interessanter Fakt. Und dann können wir hier mit einem Tool, sowas wie Analyze, Jungle Scout oder ich persönlich nutze Asinspektor, können wir halt hier einfach mal schauen, wie sich das Ganze verkauft. Und dann sehen wir hier schon verschiedene Kosten. Das möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Da gibt es auch viele andere Anleitungsvideos zu. Aber wir sehen hier die Estimated Sales, also die voraussichtlichen oder geschätzten Verkäufe. Und das sind hier immerhin 494 Stück. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, das sich ungefähr 500 Mal im Monat dreht. Mit dem könnten wir also schon definitiv Geld verdienen. Schauen wir mal, was uns hier so auf der ersten Seite noch ins Auge springt. Wenn wir einfach mal runterscrollen, sehen wir nämlich die Bestseller. Das heißt, da sind wir direkt bei der zweiten Methode der Produktrecherche. Wir schauen einfach mal, was sich gut verkauft und ob da was dabei ist, was uns interessiert. Zum Beispiel hier ein Thermobecher oder solche Wischertücher. Wir haben hier Wasserfilter und da hast du dann die Möglichkeit, entweder ein eigenes Private Label Produkt rauszubringen, also eine Eigenmarke im Prinzip, oder eben als Händler dich da dran zu hängen und die Ware weiter zu verkaufen. Da findest du halt wirklich Sachen, die sich definitiv drehen. Schauen wir uns einfach mal diese Filterkartuschen hier an und gucken mal, was da geht. So, die Filterkartuschen habe ich jetzt einfach in meinem Programm mal geöffnet. Und da sehen wir, die verkaufen sich rund 1000 Mal im Monat. Das ist natürlich wirklich beeindruckend. Jetzt sind es hier allerdings natürlich Markensachen. Muss man schauen, gibt es da drauf ein Patent, funktioniert das? Oder wie gesagt, kann ich mich da einfach an die Handelsware dranhängen, falls ich einen Großhändler habe, der mir das vernünftig verkauft. Wir sehen aber hier schon, es gibt Universal-Wasserfilterkartuschen, also nachgemachte. Und das ist natürlich ein interessanter Markt. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, wäre, dass du einfach mal schaust, was geht denn in meinem eigenen Umfeld? Dass du einfach sagst, okay, was dreht sich oder was für Produkte habe ich zu Hause? Ich habe jetzt hier einfach mal eine Kaffeetasse beispielsweise. Ich habe ein kleines Fotoalbum, das habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Auch nicht uninteressant. Ich habe hier ein Feuerzeug direkt auf meinem Schreibtisch. Was haben wir denn hier noch liegen? Ein Glas habe ich hier oder solche kleinen Papier-Notizdinger. Also einfach ganz verschiedene Sachen. Ich habe hier noch eine schöne Dose für meine Senseo Kaffeepads auf dem Schreibtisch. Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten ohne Ende einfach, über die ich halt eben Umsatz generieren kann oder Produktideen generieren kann. Und dann kann ich die wiederum in einem Tool meiner Wahl einfach eingeben und kann dann schauen, was da herauskommt und welche Produkte sich wiederum lohnen. Eine weitere Methode, die definitiv immer unterschätzt wird und die du nicht unterschätzen solltest, ist die der Werbeprospekte. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel online oder zu Hause in der Post die Möglichkeit, mir Prospekte anzuschauen. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Aldi-Prospekt rausgesucht und dann schauen wir da jetzt einfach mal gemeinsam rein. Hier sind jetzt natürlich auch viele Lebensmittel dabei. Schauen wir mal, was wir im Bereich Nicht-Lebensmittel haben, weil das online natürlich ein bisschen einfacher ist.
zu vertreiben, weil wir uns nicht mit so Sachen wie Temperaturen oder Haltbarkeit herumschlagen müssen. Gucken wir einfach mal. Hier, da sind wir jetzt im Aldi-Prospekt zum Beispiel. Da haben wir hier irgendwelche Decken und Kissen, die hier angeboten werden. Da könnten wir natürlich uns in dem Bereich einfach mal umschauen, was da Sinn macht. Hier haben wir einen Wecker, hier haben wir Blumenübertöpfe, Staubsauger, Staubsaugerbeutel. Also hier haben wir direkt auf einen Blick verschiedene Möglichkeiten, was wir machen könnten. Und natürlich können wir die alle wieder in unseren Tools überprüfen, um zu sehen, ob die sich auch wirklich verkaufen. Das Interessante hier ist, die Tools an sich sind keine wirkliche Möglichkeit, Produkte zu finden, sondern ich bin der Meinung, du solltest das Produkt selber finden und dann das Tool dazu nutzen, das Ganze zu überprüfen. Wenn du sehen möchtest, was sich am besten verkauft, wie gesagt, Amazon-Bestsellerlisten sind natürlich auch immer eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt hier also einfach mal in ein Produkt reingehen, bleiben wir einfach mal bei unserem Wasserfilter und dann scrollen wir hier entsprechend runter. Und dann haben wir hier bei zusätzliche Produktinformationen die Möglichkeit, einfach in die Wasserfilterkartuschen-Kategorie reinzugehen oder entsprechend eins größer, zwei größer oder direkt in die Hauptkategorie Küche und Haushalt zum Beispiel. Und dann bekommen wir hier eine komplette Liste der Bestseller, wo wir sehen können, was sich aktuell in der Kategorie Haushalt und Küche verkauft. Und was nicht. Hier haben wir zum Beispiel Wassergläser, hier haben wir Bettlaken, hier haben wir Lunchaufbewahrung, Putzzeug, also wirklich alles möglich. Elektronik, keine Elektronik. Ich würde für den Anfang empfehlen, keine Elektronik zu machen, aber wenn du natürlich Hersteller bist, und hast bereits Produkte, kannst du zum Beispiel hier auch einfach gucken, drehen die sich nicht, würde das online funktionieren. Was natürlich auch super interessant ist, ist, wenn wir einfach mal schauen, was die Händler so verkaufen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier dieses Produkt mit dem Wasserglas und gucken, wer das verkauft. Okay, das ist jetzt leider zurzeit nicht verfügbar. Gehen wir einfach mal auf ein beliebiges anderes Produkt wie diese Schere. Und dann können wir hier auf den Händler klicken. Und uns das Schaufenster anschauen. Und dann sehen wir eben, der verkauft nicht nur diese Gartenschere, sondern wir sehen eben auch die anderen Sachen, die der noch verkauft. Und haben jetzt hier zum Beispiel auch schon was sehr Interessantes direkt erwischt. Wir haben hier ein Vakuumiergerät, eine Gartenschere, Handbrause, verschiedene Gartenschlauchaufsätze, den Schlauch selber, eine Wildkamera. Und so kann ich das halt eben bei verschiedenen Händlern einfach machen und komme so auf neue Produktideen. Genauso kann ich dann natürlich auch im echten Leben einfach mal durch den Supermarkt gehen und gucken, was verkauft denn der Supermarkt noch. Also auch das wäre eine weitere Möglichkeit, mir einfach mal die Aufsteller im Supermarkt anzuschauen, um zu gucken, okay, das ist interessant, das könnte interessant sein und so weiter und so fort. Natürlich, egal was ich mache im echten Leben, die Sachen funktionieren auch online. Das heißt, du solltest dringend beim Einkaufen besser aufpassen, du solltest Messen besuchen. Zum Beispiel gibt es in Frankfurt regelmäßig große deutsche Messen wie die Ambiente oder auch die Christmas World. Sehr, sehr interessant, um neue Ideen zu finden, um auch in Kontakt zu kommen mit anderen Herstellern. Und sich dort einfach mal umzuschauen. Es gibt Messeverzeichnisse, wo du Hersteller findest, auf deren Internetseiten du gucken kannst. Oder wenn du bereits handelst, wenn du aktiver Händler bist, dann guck doch einfach mal, was hat denn dein Lieferant noch im Sortiment, das du vielleicht als Private Label auf den Markt bringen könntest. Das wären hier zum Beispiel nochmal ein paar Ideen. Was auch interessant ist, ist natürlich einfach mal andere Marktplätze anzuschauen, so wie zum Beispiel eBay.
Da hast du natürlich hier auch immer weitere Produkte, jede Menge Ideen, aus denen du schöpfen kannst. Relativ leicht zu finden, wirklich nicht viel Arbeit. Wenn du dich hier mit einem Tool dran setzt, verspreche ich dir, kannst du locker in einer Stunde 5 bis 10 Produktideen generieren, die du dann hinterher in aller Ruhe natürlich verifizieren solltest. Aber das ist super, super schnell erledigt. Sogar auf Amazon selber oder auf eBay selber hast du noch Möglichkeiten, die du vielleicht noch nie so richtig im Bewusstsein hattest. Wenn du also auf ein Produkt gehst, nehmen wir einfach nochmal hier als Beispiel die Amazon-Schnäppchen. Und scrollen hier ein bisschen runter, dann siehst du, okay, die haben nicht nur dieses Faultierkissen gekauft, nein, die haben auch noch eine Tasse und eine Müsli-Schüssel gekauft. Und da hast du schon wieder die nächsten Ideen. Und wenn du dann hier draufklickst, auf die Tasse beispielsweise, dann wirst du sehen, dass es hier wieder andere Sachen gibt. Hier ist jetzt so ein Frühstücksbrettchen dabei, andere Tassen mit anderen Motiven. Und so kannst du dich einfach durchklicken und immer weiter und weiter in die Nische reingehen und andere interessante Sachen finden. Natürlich kannst du dann auch noch hingehen und kannst zum Beispiel auf den ausländischen Marktplätzen einfach mal schauen, was gibt es denn dort. Da kannst du natürlich hier dann mit Google Übersetzer, wenn du die Wörter nicht weißt, in der anderen Sprache einfach mal schauen, okay. Was kann ich denn hier finden bei Tassen? Wir haben hier Papp- und Plastikbecher, Thermobecher und sind jetzt schon wieder in ganz anderen Sachen drin, die es vielleicht in Deutschland auch in der Form noch nicht gibt oder nicht in dem Umfang zumindest. Und um dir nochmal zu zeigen, dass es wirklich so einfach ist und dass wir die Produktideen wirklich schnell finden können, wir haben ja jetzt einfach wahllos rumgeklickt und erzählt und ich habe dir einfach ein paar Anreize gegeben, wie du Produkte finden kannst und wir sind jetzt am Ende bei den Pappbechern gelandet zum Beispiel. Da schauen wir jetzt einfach mal, dann haben wir hier die verschiedene 100 Stück Becher, 200 Stück Becher, gehen wir einfach nochmal drauf und gucken, ob das eine Produktidee sein könnte. Wenn wir jetzt hier einfach mal schauen, wie oft die sich verkaufen, weil wir da jetzt zufällig drauf gestoßen sind, 60 Mal im Monat würden sich diese Becher verkaufen und wenn ich mir so die Optimierung angucke, die ist quasi nicht vorhanden, es gibt keine Bilder, ganz, ganz schlechte Bullet Points, würde man da definitiv noch reinkommen in die Nische. Gucken wir mal, wie das 100er-Pack verkauft. Ja, ungefähr auf demselben Level. Das ist jetzt natürlich mit 60 nicht sehr interessant, sage ich mal. Hier sind wir bei einem Preis von 19 Euro für 400 bedruckte Kaffeebecher. Das ist schon interessanter, weil auch vom Preis da die Möglichkeit besteht, dass für uns auch noch was hängen bleibt. Und da schauen wir natürlich nochmal genauer rein. Also nicht aufgeben direkt, nur weil das erste nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir hier 43 Becher. Okay, also diese Kaffeebecher aus Pappe scheinen nicht so interessant zu sein. Müsste man sich natürlich nochmal genauer anschauen. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon Coffee to go Becher zum Beispiel eingeben, um einfach mal zu gucken, okay, was gibt es denn dann noch? Ja, Okay, dann haben wir hier also nochmal solche, ich glaube, das hier sind solche Bambusbecher, also wiederverwertbar. Sind wir schon nicht mehr bei den Papiersachen. Ja, hier aus Bambus, Coffee-to-go-Becher in verschiedenen Farbvarianten. Und da sehen wir, der dreht sich schon 200 Mal und macht 2670 Euro Umsatz im Monat. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf eine andere Variante einfach mal klicke, dann hat der ja sicherlich auch noch Verkäufe. Der macht auch nochmal 200. Das heißt, hier hätten wir jetzt unsere Nische gefunden, wir würden dann sagen, okay, diese Bambusbecher, die sind wirklich interessant. Gucken wir uns nochmal die gesamten Suchergebnisse an und dann sehen wir halt hier,
dass wir da durchaus noch reinkommen. Also wenn ich hier einfach mal schaue, okay, wir haben hier 40 Bewertungen, 170, 105, das ist alles noch im Rahmen. Natürlich haben wir hier solche Thermosbecher wie zum Beispiel Emser, dagegen kommen wir nicht an. Aber in dieser Nische könnte man sich auf jeden Fall sicherlich noch zurechtfinden. Dann hier einfach mal verschiedene Anbieter anklicken und einfach mal gucken, geht hier was, geht hier nichts? Und wenn ja, was muss ich dafür haben? Was für Voraussetzungen brauche ich? Welche Muster sind gefragt? Jetzt müsstest du halt tiefer reingehen und dich damit beschäftigen, ob das Ganze Sinn macht. Aber so findest du wirklich schnell eine Nische. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel, gibt es hier Thermosbecher, sehe ich gerade, das hier ist jetzt auch, hat 11 Bewertungen. Thermosbecher wären natürlich dann schon wieder die nächste Nische, wären zwar auch wiederverwertbare Kaffeebecher, aber nochmal ganz, ganz anderes Level. Also da müssten wir jetzt hier dann oben mal eingeben, Thermosbecher, und wären dann schon wieder eins weiter. Und da haben wir dann hier diese Emser-Sachen, die drehen sich wirklich heftig, das weiß ich. Die sind die absoluten Bestseller. Gucken wir einfach mal gerade hier der schwarze zum Beispiel. Vielleicht könnte man sich da ein Stück abschneiden. Da haben wir hier 26.900 € im Monat, also 1000 Verkäufe bei einem Preis von fast 30 Euro. Die Nachfrage ist da und ja, du weißt jetzt, wie du Ideen generieren kannst und ich hoffe, du probierst es einfach mal aus, schaust dich ein bisschen um und stell mir gerne deine Fragen unter diesem Video. Ich beantworte die dann im nächsten Video oder direkt in den Kommentaren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!